Auf diesen großen Moment hatten nicht nur die Ukrainer selbst seit vielen Jahren gewartet. Nach Einschränkungen des Bahnverkehrs ab Beginn der 90er Jahre und der späteren Stilllegung des Bahnhofsgebäudes wurde es still und traurig um den Knotenbahnhof zwischen Berlin und Dresden. Dennoch benutzen täglich viele Berufspendler und Privatreisende den UKRUA-Anschluss. Positiver Aspekt zweifelsfrei, der eingerichtete Haltepunkt für Zubringerbusse. Doch die Busfahrer schlugen sich mit der Problematik herum, dass auch viele Autopendler ihr Fahrzeug am Bahnhof abstellen wollten und mussten. Selbst der Winterdienst ließ sich nicht korrekt realisieren. Nach planerischen Vorarbeiten überreichte Infrastrukturminister Jörg Vogelsänger im Juli 2012 den Förderscheck. Und die auch vom Landkreis und der Gemeinde mitfinanzierte Investitionssumme von insgesamt 580.000 Euro konnte nun umgesetzt werden. Nach knapp 4 Monaten Bauzeit wurde der neu gestaltete Platz schon vor Jahresfrist zur Nutzung freigegeben. Rest- und Abschlussarbeiten brauchten aufgrund der Witterung Aufschub. Insgesamt wurden ca. 380 Meter Regenwasserleitungen verlegt, 420 Meter Straßenbeleuchtungskabel gezogen, 170 Meter Stabgitterzaun, 7 Stück Straßenleuchten und eine Haltestellenanlage errichtet. Für die nunmehr 57 Parkplätze und den Bahnhofsvorplatz wurden durch das Bauunternehmen 800 Quadratmeter Betonpflaster, 1480 Quadratmeter Groß- und Polygonalpflaster und 580 Quadratmeter Kleinpflaster verlegt. Es wurden 275 Kubikmeter Oberboden eingebaut und 25 Bäume sowie 3200 Stück Bodendecke gepflanzt. Nutzen diesen Bahnhof, nutzen diesen Parkplatz, um als Pendler ihr täglich Brot verdienen zu können. Das dürfen wir nicht vergessen. Und für uns alle gemeinsam ist es, 2015 wird es soweit sein, ich gehe davon aus, ich bin nicht im Aufsichtsrat, aber soweit sein, dass der Flugplatz in Betrieb genommen wird. Ich gehe davon aus, ich bin mutig, ich sage einfach 2015, ich habe heute irgendwo eine Zahl gelesen. Aber Bürgermeister Gerald Lehmann zollte den beteiligten Firmen hohe Anerkennung, lobte aber auch die Geduld der Reisenden, der Anwohner und er würdigte das Verständnis der Bahnmitarbeiter. Zu den Gästen der feierlichen Einweihung des wirklich großartig gelungenen Bahnhofsvorplatzes in Ukrow gehörte auch Staatssekretärin Tina Fischer. Eine Schnittstelle oder man kann hier vielleicht auch sagen, ein kleines Drehkreuz für die Region, die verschiedenen Achsen und die verschiedenen Orte miteinander verbindet. Und von der Historie haben mir meine Leute aufgeschrieben, 1875, das ist ja auch schon ganz schön lange her. Und damals sollte, ich weiß nicht, ob es stimmt, deswegen mit Vorbehalt, das eigentlich nach Dahme gehen. Und der damalige Bürgermeister aus Dahme hat, also lange her, gesagt, den Bahnhof, das will ich hier nicht. Insofern, es gibt Leute, die erkennen dann Innovationen und Sachen und Zukunft, die da dranhängen. Andere nicht so sehr. Was ist hier geleistet worden? Das sieht man, ich habe da hinten selber, also tolle Parkplätze, hier auch vor allem für die Fahrräder, das ist, glaube ich, auch eine schöne Sache. Gemeinsam mit dem stellvertretenden LDS-Landrat Karl-Heinz Klinkmüller und dem Ukrower Ortsvorsteher Jörg Krüger durchschnitten Gerald Lehmann und Tina Fischer das symbolische Band. Nun ist also ein absolut unansehnlicher Schandfleck sowie eine katastrophale Lage für Bahnreisende und Busfahrer beseitigt. Die Hoffnung ist groß, dass das einst stolze Bahnhofsgebäude auch einen finanzkräftigen Liebhaber findet.